Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, in diesem Video möchte ich nochmal so ein bisschen auf unsere Politik eingehen, vor allem im Anbetracht auf Thema Energieversorgung und so weiter. Wir haben, ja, wir sollen uns beeilen mit der Energiewende. Wir sollen ja weniger schmutzigen Strom verkonsumieren, als wir es zurzeit tun. Und es kommt immer wieder, wir müssen erneuerbaren Energien aufbauen, bla bla bla. Wir kennen das Fasel auf gut Deutsch gesagt mittlerweile schon. Aber, und das merke ich immer wieder, wenn ich Videos gucke, mir die Kommentare durchlese, die wenigsten von euch oder die wenigsten da draußen blicken eigentlich durch, wie eine Energiewende für alle vernünftig umgesetzt werden könnte. Ich habe hier einen in den Kommentaren, der gerade unter diesen energietechnischen Videos immer wieder gerne mit zu seiner Solaranlage, die mittlerweile 27 Jahre, glaube ich, alt ist, kommentiert hat. Also das ist einer der Pioniere im Thema der Solartechnik, der ja im Endeffekt, die Anlage ist abbezahlt, theoretisch Strom kostenlos erzeugt. Er selber legt pro 1 Cent pro Kilowattstunde, die er verbraucht hat, legt er zurück. Kann ich verstehen, weil es kann immer mal was kaputt gehen. Ein Wechselrichter kann kaputt gehen. Es kann mal zu Problemen kommen, dass mal eine Solarplatte kaputt geht oder. Da gibt es so viele Sachen, was einfach passieren kann mit einer Solaranlage. Beziehungsweise Photovoltaik. Solar ist ja eigentlich die Warmwasserbereitung. Das ist auch sowas, was gerne irgendwie so ein bisschen Solarthermie und Photovoltaik. Auf jeden Fall, worauf ich jetzt hinaus will. Wenn ich mich hier so umgucke, die ganzen Häuser hier, die Dächer sind blank. Die hohen Häuser, die größeren Häuser, die Fassaden sind blank. Würden wir eine effektive Energiewende haben wollen, dann könnte man theoretisch die Photovoltaikplatten, statt sie auf irgendwelchen Feldern zu positionieren, dahin verfrachten, wo sie gebraucht werden. Das heißt, auf die Häuser. In die Häuser Speichersysteme rein. Auch die sind mittlerweile technisch relativ einfach umzusetzen. Natürlich ist die Verfügbarkeit eine Sache. Und es sind so verschiedene Sachen, die einfach da natürlich fraglich, die mit reinspielen. Das würde nicht von heute auf morgen funktionieren. Würden wir eine Siedlung wie hier mit Photovoltaik, auch mit Schattenphotovoltaik und mit Fassadenphotovoltaik, würden wir auch im Winter noch relativ gut Strom erzeugen können. Könnten diesen teilweise sogar speichern, je nachdem wie groß die Anlage ist, je nachdem wie hoch der Stromverbrauch in so einem Haus ist. Ergänzend dazu könnte man kleine Wasserkraftanlagen bauen in der Nähe, um eine Grundlast nochmal zusätzlich zu ermöglichen. Man könnte Speicher setzen, dass wenn meine Photovoltaikanlage so viel Strom produziert hat, dass mein Verbrauch abgedeckt ist, dass mein Akku voll ist, wenn ich ein Elektroauto habe, von mir aus das noch geladen ist, und ich trotzdem noch mehr Strom produziere, als ich brauche, dann kann ich diesen in einen Regionalspeicher einspeichern. Sagen wir mal als Beispiel, wir haben einen Häuserverbund, 23 Häuser, die hängen wir da dran. Und die überschüssige Energie dieser 23 Häuser, die packen wir in einen großen Zentralspeicher, aus dem nachher alle rausziehen können. So, falls das nicht reichen sollte, kann man ergänzend dazu Windkraft vielleicht noch mit einbringen, mit kleinen Windkraftanlagen, halt nicht diese 100 Meter Dinger, sondern so ein bisschen größere, die irgendwo zwischen den Häusern abgestellt werden können, dass man halt energetische Zellen baut und nicht das, was hier die ganze Zeit läuft, dass wir die ganze Landschaft mit Windrädern vollballern, dass wir Agrarfläche, die wir eigentlich jetzt zum Anbau benötigen, da ja unsere Importe aus Russland und der Ukraine geringer geworden sind, diese Flächen könnten wir wieder freigeben, indem wir die Photovoltaikanlagen da aufbauen, wo wir den Strom brauchen. Das gilt auch für die Industrie. Viele Industrieanlagen könnten nämlich damit betrieben werden. Und wenn die keinen hohen Stromverbrauch haben, dann könnten die zum Beispiel damit Wasserstoffanlagen betreiben oder ähnliches. Es gibt so viele Optionen, wie wir vor Ort die Energie erzeugen und speichern können, die wir benötigen. Es gibt in den Alpen gibt es Hütten, die laufen energieautark mit Solar. Die produzieren nämlich über den Sommer hinweg Wasserstoff, den sie dann im Winter verbrauchen.
Interessante Sache auf jeden Fall. Und von der Politik höre ich nichts in der Richtung. Wir hören immer nur erneuerbare Energien ausbauen und. Wo sind die Förderprogramme für Balkonkraftwerke? Ach ja, die kommen, wenn man Glück hat, mal von der Stadt, weil es da einen Stadtrat oder einen Bürgermeister gibt, der sich da ein bisschen einsetzt, dass so ein bisschen mal gefördert wird. Generell, warum ist das Antragsverfahren für Balkonkraftwerke so kompliziert hier in Deutschland? In den Niederlanden, da rufst du an, sagst, ich habe eine Photovoltaik als Balkonkraftwerk. Ja, okay, ist halt so. So, wo ist das Problem, das hier in Deutschland so zu machen? Kann das sein, dass wir vielleicht doch Spielball der Energiekonzerne hier sind? Dass eben nicht wir als kleine Bürger von wenig bis gar keinen Energiekosten profitieren sollen, sondern dass die Unternehmen davon profitieren, dass sie uns den günstig erzeugten Strom teuer verkaufen? Wir hätten schon lange eine Änderung in der ganzen Geschichte machen können. Wir hätten hier in Deutschland unsere Solarindustrie nicht vor die Hunde laufen lassen müssen. Wir hätten dafür sorgen können, dass unsere Technologien von hier nicht abwandern. Deutschland war in den 90ern, Anfang der 2000er, ein Hochindustrieland, was die Solartechnik angegangen ist, was die Photovoltaiktechnik angegangen ist. Warum haben wir das aufgegeben? Warum haben wir das abgegeben? Auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach, wenn man sich mal mit dem Thema Photovoltaik und so weiter beschäftigt, wenn man sich mit regionalen Gegebenheiten auch mal ein bisschen beschäftigt, wenn man sich, das ist ja bei mir auch der Fall, dass ich mit dem Thema Hausbau mich beschäftige, beziehungsweise Umbau, Modernisierung, Sanierung, je nachdem, was man für ein Objekt findet, was finanziell auch irgendwo nachher passt, dann kommt man schon darauf, dass man sehr, sehr viel mit Eigenstrom machen kann. Ich kann theoretisch eine große Photovoltaikanlage bauen, wo ich einen Speicher einspeise und das, was wirklich Überschuss ist, ins Netz einleite. So, dann kann ich noch hingehen und kann theoretisch nochmal zusätzlich, da sind wir jetzt aber bei der Frage Theorie, Praxis und so weiter, theoretisch kann ich noch bei Kleinkraftwerke, also Balkonkraftwerke wird das ja gerne genannt, sowas könnte ich ja theoretisch auch noch nehmen und zusätzlich noch Strom erzeugen, den ich verbrauche. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass man mit einer vernünftigen Ausrichtung dieser Anlagen, mit einem vernünftigen Speichersystem dabei, auch mit einem Haus energieautark werden kann. Wenn ich dann auch viel Smart-Steuerung einbaue, dass ich halt gewisse Sachen dann laufen lasse, wenn Strom erzeugt wird, andere Sachen dann halt nicht mache, wenn nicht genug erzeugt wird, das kann man alles machen. Nur haben wir da das Problem, dann brauchen wir die großen Energieerzeuger nicht mehr. Würde der größte Teil unserer Bevölkerung den Strom selber da produzieren, wo er gebraucht und verbraucht wird, dann brauchen wir keine großen Kraftwerke mehr, dann brauchen wir keine riesigen Energietrassen, die ja auch ständig wieder in die Diskussion reinkommen. Wir müssen uns eigentlich nur einen Gedanken darüber machen, wie wir die Dunkelflauten abpuffern, wenn also nicht genug Sonne scheint. Auch das ist mittlerweile relativ geworden, weil viele der modernen Solarpaneele eine sehr gute Diffuslichtfähigkeit haben. Ich kann ja mal gerade zeigen hier, wenn ihr den Himmel so seht, es gibt Energie, es gibt Solaranlagen, die selbst bei diesen Lichtverhältnissen ausreichend Energie erzeugen, wenn sie groß genug sind. Natürlich produzieren die im Sommer übelst viel. So, und da kommt wieder das Thema Wasserstoff mit ins Spiel. Es gibt also genug Kooperationsmöglichkeiten in diesen verschiedenen Systemen. Was ich vollkommen ausgelassen habe, Leute, das ist die Biomasse. Warum bauen wir nicht in jede Siedlung zwei kleine Biogasanlagen rein? Dann hätten wir das Thema doch erledigt. Wir alle produzieren Bioabfälle. Gut, ich sag mal so, man müsste natürlich jemanden abstellen, der die Qualität der Bioabfälle kontrolliert, dass da nicht der letzte Müll drin vergärt wird oder Sachen drin vergoren werden, die nicht da reingehören. Es wäre wieder Dünger, den man für Urban Gardening benutzen kann. Man könnte also einen Kreislauf schaffen. Ein Kreislauf der Selbstversorgung oder der größtenteils Selbstversorgung. Man könnte ganz viel damit bewegen. Die Frage ist, warum ist so etwas politisch nicht gewollt?
Ich habe meine Theorie darüber. Ihr könnt ja mal eure gerne unten in die Kommentare schreiben. Meiner Ansicht nach, und das ist einfach nur meine persönliche Meinung, sind hier die Interessen der Konzerne, der Aktionäre über die Interessen der Bevölkerung und der Bewohner der Häuser gestellt. Weil, wie gesagt, wenn wir eine wirkliche Energiewende haben würden, dann würden zum Beispiel Auslagen fallen, wie Photovoltaikverbot bei Denkmal. Es würden Kleinstsysteme auch gefördert werden. Wenn ich hier bei mir das Haus angucke, von 16, 24 Balkonen, nee, mehr sogar, da haben wir ja auch nochmal 8. Also von 32 Balkonen könnten, ja, permanent, fast den ganzen Tag über, 12 könnten den ganzen Tag über Energie erzeugen. Die Hälfte der Balkone, die wir hier haben, stehen so in der Sonne, dass sie fast den ganzen Tag über Solarenergie erzeugen könnten. Die anderen wären mehr oder weniger Photovoltaik, aber auch das funktioniert. Das heißt, ich sage auch hier, bei der Modernisierung, die hier gemacht worden ist, warum haben die das Dach hier nicht mit Photovoltaik vollgeballert? Das ganze Dach steht den ganzen Tag über mehr oder weniger gut in der Sonne im Licht. Das heißt, wir hätten hier auf diesem Dach eine riesige Energie, ein riesiges Energiepotenzial. Aber es ist nicht gemacht worden, als sie saniert worden ist. Die dicken Wände einpacken, das hat man gemacht. Das kommt mir jetzt bei den Heizkosten zugute, weil wir hier Fernwärme haben zum einen, die ist ja sowieso gedeckelt, und zum anderen verbrauche ich nicht mehr so viel. Aber wo ist die Photovoltaikanlage da oben? Die hätte man bei der Sanierung mit draufbauen können. Man hätte unten in den Keller entsprechende Speichermedien einbauen können. Platz ist genug in jedem einzelnen Hauseingang hier gewesen dafür. So, das heißt, wir hätten hier definitiv über Photovoltaik eine gewisse Grundabsicherung der Energieversorgung der Mieter erreichen können. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich den Strom erzeuge und an meinen Mieter verkaufe oder weitergebe, dann bin ich auch wieder, das ist auch wieder alles, das müsste geändert werden, diese Regulierungen. So, wenn ich ein Haus habe, das energieautark ist, was den Strom angeht, meine Fresse, dann berechne ich den Leuten halt keinen Strom. Gut, okay, sorry, dann verdient aber auch kein großes Unternehmen daran. Und das ist das, wo ich meiner Ansicht nach der Knackpunkt in der ganzen Geschichte liegt, eben dass wir nicht vorankommen, was die Energiewende angeht. Es gibt genug Potenzial, es gibt genug Möglichkeiten, es gibt mittlerweile auch genug Technologien, die Dunkelflauten im kleinen Rahmen abzupolstern. Wir können Wärme über Hackschnitzel, wir können Wärme über Biogas erzeugen. Es wäre alles machbar, wenn wir in die kleinsten Zellen zurückgehen oder in kleinere Zellen zurückgehen und diese auf Energieautarkie auslegen. Eine Biogasanlage kann auch Strom erzeugen. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir über das Jahr mit solchen Geschichten energieautark werden. Wärme und Strom. So. Und wenn wir dann noch die Industrie haben, die noch ein bisschen Strom braucht, okay, dann ist das halt so. Aber denkt mal darüber nach, ob das, was wir machen im Moment, eine tatsächliche Energiewende ist oder lediglich ein Energiewechsel ist. Ein gutes Beispiel haben wir im Moment im Thema Wärme und Mobilität. Ich habe da unten einen VW-Bus stehen, 1,6 Liter Turbodiesel. Dieses Auto war damals im ersten Steuerbescheid steuerbefreit, weil es ein besonders umweltfreundliches Auto ist. 10 Jahre später wurde dieses Auto als dreckiger Diesel bezeichnet. Es wurde ausgeschlossen aus verschiedensten Städten. Das Auto, was 10 Jahre vorher noch als äußerst umweltfreundlich verkauft worden ist, haltet das mal im Hinterkopf, Leute. Dann hieß es auf einmal, der Diesel muss halt bis zugepackt werden mit Filtern. Dann kam Euro 3, Euro 4, DPF, Euro 5 und was weiß ich nicht alles. Dann hieß es auf einmal, ach, nimm den Benziner, der ist genauso sparsam wie der Diesel. Und jetzt sind wir beim Elektro. So, jetzt gibt es auch schon erste Länder, die sagen, wenn wir Energieknappheit haben, dürft ihr eure Elektroautos nicht mehr laden. Ja, was macht ihr denn dann, wenn ihr keine Photovoltaikanlage habt, wo ihr aus Überschuss laden könnt? Und da sind wir wieder beim Thema, das Auto muss da stehen, wenn der Überschuss entsteht. Das heißt, ihr müsst tagsüber das Auto laden können. Dann steht euer Elektroauto. Und ja, die werden knallhart hingehen und werden dann die Ladesäulen abstellen, wenn es soweit kommt. Da bin ich mir sicher. Die sind mit einem Knopfdruck, sind die aus den Zentralen, sind die abzuschalten.
Dann haben wir das Thema Heizungen. Früher wurde mit Kohle, Holz und Öl geheizt. Das war also eigentlich mit Kohle, Holz und Torf. Das waren damals die Hauptheizarten hier in Deutschland. Dann kam irgendwann mal das Öl auf. Baut euch Ölheizungen. Das ist angenehmer. Da habt ihr nehmt eine Kanne, da kippt ihr das rein. Ihr macht euch mit der Kohle nicht dreckig. Ihr habt nicht das Holz, wo ihr nachher die Asche wegkratzen müsst. Kauft euch Ölheizungen. Dann kam das Gas. Gasheizung, kauft euch die. Dann hieß es irgendwann mal wieder, ach, wir haben jetzt ganz effiziente Ölheizungen. Wir haben ganz effiziente Gasheizungen. Rüstet doch mal um. Das sind genau die Unternehmen, die uns heute Wärmepumpen verkaufen. Genau diese Unternehmen haben uns damals die Ölheizungen verkauft. Genau die haben uns damals die Gasheizungen verkauft. Und zwischendurch mal Pellet, die waren ja auch mal aktuell. So. Ist es nicht energetisch unter Umständen doch sinnvoller, eine Gastherme, die man hat, auf Biogas umzurüsten, was aus einer Biogasanlage aus der Nähe kommt? Ich muss die Infrastruktur nicht großartig abändern. Ich muss nicht großartig die Geräte tauschen. Vom Handwerkermangel, den wir haben, mal ganz zu schweigen. Von den Lieferschwierigkeiten bei Wärmepumpen, ganz zu schweigen. Das heißt, auch hier drehen wir uns irgendwo im Kreis. Warum sollen wir, wenn wir Energie sparen sollen, also Strom sparen sollen, Wärmepumpen nehmen, die zwischen 3.000 und 8.000 Watt Leistungsaufnahme haben, um die Wärme zu erzeugen? Auch das ist ein bisschen widersprüchlich, genau wie das Thema Elektromobilität. Ihr seht also auch hier, immer wieder werden neue Technologien genommen und werden als, das ist jetzt aktuell, das ist das Beste, was ihr für die Umwelt machen könnt. Irgendwie schmunzel ich jedes Mal, wenn ich mit meinem Bus fahre und neben mir ein Tesla oder vor mir irgendein Elektroauto steht, wo ich mir dann denke, mein Auto ist mal genauso als umweltfreundlich gehypt worden, so wie es deiner jetzt wird. Was ist mit deinem in 10 Jahren? Was ist mit deinem in 15 Jahren? Auch das sind Fragen, die ich mir da ganz ehrlich stelle. Ihr könnt ja mal eure Ansicht dazu reinschreiben. Ich kann mich noch daran erinnern, oh, kauft euch TDI, die beste, der sauberste Diesel überhaupt. Da gab es ja noch diese schöne Werbung mit dem weißen Taschentuch. Ich weiß nicht, ob euch noch daran erinnert. 2 Jahre später, Dieselskandal. Das Auto da unten produziert keinen Feinstaub, der sich in den Lungen festsetzt. Der produziert Grobstaub. Wenn überhaupt. Okay, Hustpartikel sind Grobstaub. Habt ihr recht. Aber die sind so grob, die hustet ihr noch aus. Im Gegensatz zu dem, was die neuen rausjagen. Aber auch da, der ADAC hat Messungen gemacht, dass der aktuelle Diesel vorne dreckigere Luft reinzieht, als er hinten rausschmeißt. Darüber sollte man sich auch mal Gedanken machen. Hinzu kommt Verbrennerverbot. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Elektromähdrescher 20 Stunden am Tag durchlaufen kann in der Erntesaison. Auch das sind Sachen, die noch mit reinspielen, ne? Die Ernte muss in gewissen Zeitfenstern eingefahren werden. Ein Diesel, da kommt ein Laster hin, der haut mal eben aus einem Tank 500, 600, 700 Liter nächsten Diesel in so ein Ding rein, fährt weiter, betankt den nächsten und die Maschinen können durchlaufen. Mit Elektro wird das nicht funktionieren. Auch da nochmal drüber nachdenken. Da fände ich mal interessant, wenn da vielleicht mal hier der Robert Lee Anthony oder so von LSV, beziehungsweise von der Moderne Landwirt, wenn die da mal so ein bisschen das Thema auch aufgreifen würden, Effizienz von Elektromaschinen in der Ernte. Das würde mich echt mal interessieren. Ich merke jetzt gerade schon, dass dieses Video wieder länger geworden ist. Es lag mir aber definitiv am Herzen, euch das einfach mal mitzuteilen. Meine Sicht auf diese Sachen und vielleicht kriege ich auch den einen oder anderen mal ein bisschen zum Nachdenken, was das Thema Energiewende effizient wirklich bedeuten würde. Eure Meinung interessiert mich, schreibt sie gerne in die Kommentare rein, meine Lieben. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt trotz allem einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dadurch, dass wir jetzt fast Ende Dezember haben, falls ich jetzt in den nächsten Tagen nichts mehr veröffentlichen sollte, wünsche ich euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest, meine Lieben. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten, euer Mike.